Hallo Leute, hier Schutzmann. Ranked, ranked, ranked. Ich hatte ein kleines Problem mit der Aufnahme. Keine Ahnung, ja, zurück zum Spiel. Crazy Runde. Das CV-Game. Nur ein DD. Drei Kreuzer, zwei Schlachtschiffe. CV-Match, Doppel mit W. Doppel mit W. Ja, was soll man sagen? Salem kann ein sehr unangenehmer Zeitgeselle werden. Oder du bist einfach das Quietsche-Entchen in der Badewanne. Dazwischen gibt es einfach nicht viel. Aber wir werden sehen. Ich entscheide mich rechts rumzufahren, weil mit der Salem, wie gesagt, es ist weitaus angenehmer. Smolly folgt, Grossovoy will in die Mitte. Und da sehe ich schon Pedro und die Gegner Salem. Shima ist auch auf dem Weg in die Mitte. Ich versuche hier, macht die Smolly hinter mir schon, den zweiten Ring zu ketten. Ach übrigens, das ist eine ältere Aufnahme. Ich habe die noch gefunden beim Festplatte aufräumen und gucken, was ich runterschmeißen kann. Also habe ich mir die Aufnahme nochmal angeschaut und es war recht interessant. Ich weiß gar nicht, warum ich die nicht schon mal hochgeladen habe. Aber Kremlin kommt, Napoli ist auf dem Weg hierher, Pedro und Gegnerzellen. Also alles, was man sich so erträumen kann, was man hier haben will vor einer Zelle. Ja, unser DD schafft es, anscheinend die Mitte zu cappen. Salem und ich blocken den zweiten Ring und unsere beiden Schlachtschiffe fahren nach rechts ganz außen. Ist klar, weil die natürlich wissen, okay, Shima ist woanders. Ich versuche mich hier vorne an die kleine Insel zu stellen, weil du da kommst du recht gut rüber. Hab ich der Flieger angegriffen, da kommt die Gegner Salem. 8,5 Kilometer Radar haben wir, was recht lange läuft. HE ist gut, AP ist gut. Nur die Salem, ihre Schwachstelle sind die Türme. Da will jeder mal anfassen, ne? An die Türme. Und die sind schnell kaputt. Aber wie gesagt, hier das Gegnerteam entscheidet sich, hier einen harten Push zu machen. Ich weiß gar nicht, warum sie haben. Ich bin auf durch die Salem und denke mir, okay, komm. Und dann kommt Kremli. Da konnte ich ja einfach nicht widerstehen. Die fährt hier so richtig schön breit einfach vor mir. Ich habe den Reload, also machen wir die sexy Seite. Und hauen da richtig schön mit AP rauf. Ihr seht, 5-7. Mal gucken. Nochmal 2-1, gut. Das mag sie natürlich nicht, wenn du die sexy Seite anfährst. Also hat sie mich auch erstmal gleich hier 15k oder was das da war, weggenommen. Ich ziehe mich ein bisschen zurück, warte darauf, dass die Kremlin hinter die Insel verschwindet. Aber ich habe ja hier noch ein paar Kollegen, die auch mal anfassen wollen. Also mache ich sie noch mal ein bisschen heiß, damit meine Kollegen ein kurzes Spiel haben. Ich bin schon wieder geradert, das heißt, die Pedro startet jetzt durch, je nachdem wie lange das läuft. Kurfürst nimmt die Herausforderung an, Kremlin fährt weiter breit. Na, normalerweise habe ich das Glück, dass meine Teamkollegen immer so einen Quatsch machen. Dann kommt der nächste Breitseiten-Fan. Ja, er ist der FC Breitseite. Stickt hier den nächsten Stürmer rein. Ja, Kremlin hat das Vorspiel nicht überlebt. Ist jetzt in Hafen und schimpft bestimmt. Türmchen kaputtgeschossen. Es dauert ewig. Und kommt der nächste hier. Der Außenstürmer von 1. FC Breitseite. Kommt der nächste. Ja, Doppelzieher. Pedro war für mich in dieser Situation erstmal das wichtigere Ziel. Da auch nochmal einen reingejuckelt. Für 1,5 nochmal. So, und jetzt seht ihr mal den Unterschied zu, wenn ihr in dem Ausrüstungsslot verbesserte. Also, dass eure Module und Türme und so besser halten. Das ist nämlich ganz wichtig bei der Salem.
Er macht hier nämlich typischen Anmachspruch. Du hast die schönsten Türme der Welt. Und jetzt ist schon mal einer kaputt. Und dann dachte ich mir, ja, warte ab. Wollen wir mal gucken. Da ist der erste Turm kaputt und weiter geht's. Macht von vorne halt nicht so viel Schaden, aber ich wollte erstmal. Und da ist der zweite Turm kaputt. Oder der erste Turm ist zweimal kaputt. Ich weiß es nicht. Ist egal. Ich war auch sehr hektisch hier, weil Pedro hat sich komischerweise festgefahren. Fährt jetzt rückwärts. Ich wollte so schnell wie möglich die Zähle mir runterfahren. Ich werde hier mit Spaghetti-Soße bespritzt vom Napolitaner. Der seine eklige Secondary benutzt von der Napoli, die wirklich Schaden macht. Ich weiß jetzt nicht, woher ich den Brand bekommen habe, aber okay. Da hatte ich einen Leck. Das war echt. Jetzt kommt hier auch noch eine Shima, meine Güte, Alter. So, jetzt mache ich hier fast einen Fehler. Ich fahre nämlich nicht vorwärts, sondern rückwärts. Aber erster FC Breitseite, ihr wisst es. Enttäuscht mich nicht. Ich kriege hier richtig einen eingeschenkt. Schaffe aber doch anzuwinkeln. Hab noch 34 Sekunden bis zur Reparatur. Und du gehst auf die Reservebank. Jetzt kommt hier Shima und CV. Napoli weiß auch noch nicht so recht. Aber mein 8,5 Kilometer Radar läuft. Hab hier nur für 500 getroffen. Wechsel auf HE. Jetzt kommt auch noch der CV und schenkt mir ein für 6,3. Super hier, Salem. Ihr seht es. Läuft ganz gut. Munitionswechsel. Napoli macht komische Sachen. Will unbedingt pushen. Salem, sag ich schon hier. Shima hat Torpedos ver. Ach, Gott sei Dank. Er prallt mit einem ab. Und dann plötzlich didim, Montana an der Seite. Ich denke, oh nein. Ich muss bremsen. Ich habe auch Angst, dass die Shima hier mir jetzt einfach Aale ins Fach schieben will. Weil Aale im Wurstfach haben nichts zu suchen. Also dachte ich, bremse ich mal ab, was eigentlich auch, wie sich gleich herausstellen wird, eine gute Lösung war. Aber hier ist wieder erster FC Breitseite. Ich drehe und werde gleich beschenkt hier. Die Maschen vom Netz im Tor werden immer kleiner bei der Montana. Bin am überlegen, ah, ich denke, ah, Mist, die Midway hält den auf. Ich weiß nicht, Tattoo Maniac 39 schimpft über den CV. Ich finde, das hat er ganz gut gemacht, dass er den D auffällt, dass der den DD auffällt, boah, ist schwer. Ja, fiese Landmassen im Weg. Ich schieße immer noch Landmassen im Weg. Ich denke, oh nein, aber die Salem ist halt quasi eine Stock Desmo. Deshalb kommt die nämlich überhaupt nicht so gut in Gang. Ausfälle, ein Ausfall, ein Brand. Großkaliber. Ich muss mal schauen, ob ich die Gefechtswette noch finde. Falls ich die finde, schmeiße ich die natürlich rein. Falls nicht, dann nicht. Ihr wisst es. Habt viel Spaß und genießt die Ranked Season. Sie macht eigentlich relativ Spaß. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem, was ihr vorhabt. Ciao!